Haare leuchten richtig. Ja, wir sind jetzt auf der ersten Etappe der Reise nach Berlin. Gleich geht's in den ICE. Spannende Reise auf jeden Fall. Und der Zug gleich noch pünktlich kommt. Wir sind jetzt im Zug, aber wir müssen leise sein. Wir sind da. Es ist soweit. Wir haben es geschafft. Trotz Ruhebereich sind wir echt gut durchgekommen. Keine Verzögerung. Doch, halbe Stunde. Was? Ja, wir sind halbe Stunde zu spät. Nee, 5 Minuten jetzt. Echt? Der hat das aufgeholt. 250 km/h. Der fährt doch. Der ballert immer richtig durch die ostdeutsche Provinz. Ja, okay, stimmt. Ja, 20 Minuten, keine halbe Stunde. 15. 20. Ich bin mir sicher, dass das 5 sind. Okay, Marian erzählt weiter Unsinn, wir machen jetzt mal ab in den Wedding. Weg, ja, zum Pennen. Berlin, Baby. So Leute, wir sind jetzt im Bett und wir gehen jetzt schlafen. Gute Nacht. So, der erste Morgen in Berlin, die Sonne knallt, ich kann überhaupt nichts sehen. Wir wollen gerade Brötchen holen. Und jetzt gleich machen wir die erste Aufnahme mit zwei Genossinnen von der Perspektive Selbstverwaltung und freuen uns drauf. Ja, seid gespannt. Das ist recht. Auf dem Tempelhofer Feld und vertrödeln noch so ein bisschen die Zeit und ruhen uns aus, bevor es gleich zum anarchistischen Café geht. Der Kulturcafé, genau das war's. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir vielleicht noch ein paar von euch da gleich sehen werden. Aber wir hoffen, dass wir nicht allzu fertig morgen Abend sind. Wir sind jetzt schon irgendwie ziemlich durch. Ja. Morgen Abend ist 99:1 dran und ja, hoffentlich geht das alles gut über die Bühne. Wir tanken noch ein bisschen Kraft in Sommer. Hier gibt es auch einige echt coole Initiativen, wie zum Beispiel hier dieses Gartenprojekt. Ja, sind wir gerade schon durchgegangen. Das ist eigentlich wie so eine frei nutzbare Schrebergartenfläche mit kleinen Gärtchen, angeblich auch Schafen, die wir mal nicht finden konnten. Und ja, die müssen konstant eigentlich hier rumbangen, weil die Stadt hat schon versucht, alles Mögliche hier drauf zu hauen. Die haben natürlich den Klassiker gesagt, ja, wir wollen hier geflüchtete Heime bauen. Die wollten hier eine Landesbibliothek draufhauen. Die haben auch gesagt, ja, wir wollen das hier natürlich zu Bauland machen. Und das ist natürlich das, was wahrscheinlich am Ende auch dabei rumkommen wird. Weil ich meine, man muss sich das hier nochmal angucken. Das wird wahrscheinlich das teuerste Bauland in ganz Berlin werden. Es scheint auf jeden Fall eine stabile Bürgerinitiative zu geben, die das hier jetzt über Jahre schon verteidigt. Und es gibt auch einen Volksentscheid. Deswegen ist jetzt auch irgendwelche Gesetze gegeben, mit der es jetzt schön, dass erstmal das hier gebaut wird. Fall eine krasse Gelände, müsst ihr auch mal vorbeischauen. Ja, Tempelhofer Feld, der Kampf geht weiter.
keinem Zähneklo dieser Welt darf natürlich dieser Sticker hier fehlen. Ja, die zweite Aufnahme heute, Tagesabschluss quasi. Thema verraten wir noch nicht, aber draußen ist dunkel und wir sitzen hier drin und nehmen schon wieder auf. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Es ist auf jeden Fall auch ziemlich aufregend, jetzt nach so einem Erdnuss-Falafel-Fleischteller vom Sudanesen hier sich das zu geben, aber wir kämpfen weiter, wird bestimmt gut. An vorderster Front für guten Content für euch. So, Aufnahme ist im Kasten, wir sind auf dem Weg nach Hause und es lief besser als erwartet. Wird bestimmt eine spannende Folge. War aber auch ein langer Tag, also ziemlich platt. Und morgen gibt es noch die 99:1 Aufnahme, deswegen geht's jetzt ab ins Bett. Wir freuen uns drauf. So, Montag, quasi auf der Mitte von unserer Reise. Bisher ganz entspannter Tag, jetzt sehen wir gleich noch in einem Café einkehren. Und dann geht's zu 99:1 ins Studio. Wir reden über die moderne anarchistische Bewegung in Deutschland und die Fragen, Stärken und Schwächen, die dabei so aufkommen. Aber es wird echt schön hier. Ja. Es regnet übrigens, deswegen machen wir uns jetzt mal weiter auf den Weg. Ja, Joshua, wir hatten heute Morgen ja einen eher anstrengenden Start in den Tag. Du warst ein bisschen knauserig. Was war da los? Wieso geht's dir denn jetzt besser? Ja, ich weiß nicht, also sind halt ein paar nette Sachen passiert. Unter anderem habe ich meinen ersten Kaffee des Tages getrunken. Und meinst du, es gibt da einen Zusammenhang? Ja, Marian versucht gerade so ein bisschen irgendwie da einen Zusammenhang herzustellen, als wäre es das gleiche wie irgendwie ein Raucher, der die erste Kippe am Tag irgendwie verpasst hat oder nicht machen konnte. Ja, wir haben gerade ein bisschen drüber geredet, wann mein letzter kaffeefreier Tag war und den gab es auf jeden Fall, aber ich kann mich gerade nicht mehr so genau dran erinnern, deswegen, wer weiß. Auf jeden Fall, jetzt bin ich zufrieden und das ist doch das Wichtigste. Ja, Joshua, du hast mir ja gerade noch eine spannende Geschichte zu deiner Nicht-Koffeinabhängigkeit erzählt. Wie war das früher? Wie ist das gekommen? Ach ja, es gab damals bei uns in der Schule einen Kaffeeautomaten ganz unten im Keller neben dem Heizungskeller oder so. Und bei dem Automaten war es so, es gab immer diese kleinen Mochaccinos, also auch hier so einen Kakao-Kaffee-Mix. Die hat man es waren sogar 50 Cent bekommen. Und wenn man 1 Euro reingeworfen hat und die ganze Zeit die Taste von dem Mochaccino weitergedrückt hat, konnte man für den 1 Euro so viele davon daraus bekommen, wie man wollte. Und dann haben wir uns immer zu 6 oder so für 1 Euro so viele wie möglich geholt. Man musste nur schnell genug sein, über die Becher wegzuziehen. Und das haben wir dann auch, ja, jedes Mal nach der Schule und vor der Schule gemacht. Und jetzt sitze ich hier heute und bin koffeinabhängig. So, Marian, jetzt kannst du auch was erzählen, was wir nämlich beide gerade festgestellt haben, was echt schwierig für unsere Vlogs ist, ne? Ja, wir haben das ja noch nicht so lange gemacht und wir haben uns halt gefragt, wie ist das so mit den Vlogs, ist das irgendwie interessant oder nicht? Und was echt ein großes Problem ist, ist einfach, dass ja nur wir oft auf den Vlogs zu sehen sind, ne? Dass nur wir unser Gesicht zeigen und dass also die meisten Genossen, mit denen wir uns umgeben, nicht ihr Gesicht selber zeigen wollen, was ja in Ordnung ist, ne? Aber das macht es halt unglaublich schwierig, das auch interessant zu gestalten. Und vielleicht habt ihr da auch nochmal ein paar Ideen für uns oder auch nochmal als Rückmeldung. Wie findet ihr die Vlogs, die wir bisher gemacht haben? Wir experimentieren damit ja auch noch so ein bisschen rum. Und ja, schreibt uns da gerne in die Kommentare auch nochmal rein. Ja, vor allem auch, was ihr euch vielleicht noch davon wünscht, was wir euch dann noch zeigen können aus irgendwelchen Städten. Wir haben dann natürlich immer einen begrenzten Zeitplan, aber wir wollen euch natürlich eigentlich den besten Content da bieten. Richtig. Jetzt haben wir auch nicht so viel zu zeigen, weil wir ja nur so von Termin zu Termin hetzen und gucken uns sehr wenig hier an, aber ja. Ja, hier so ein typischer Berliner Innenhof. Echt abgefahrene Wohnung, wenn ihr das seht. Und hier, wo früher wahrscheinlich ja so normale Produktion war, sind jetzt schicke Startups am Start.
Oui. Ist das aus? Wir haben noch was ganz Besonderes für 99:1 vorbereitet, jetzt gerade schon gesehen. Das wird geil. So, wir kehren jetzt noch ein, bevor wir zu 99:1 gehen, und wir haben was mega Geniales gefunden. Natürlich wirklich standesgemäß für die zwei anarchistischen Podcaster, ne? Ncom Kitchen, wie geil ist das? Das vietnamesisches Essen. Ja. Beste Laden auf jeden Fall. Noch nie war Anarchokommunismus so delikat wie jetzt hier. OS, Affenalarm, zieh die Stimme raus, du, pass gut auf. Bienen sitzen Affen drauf. Wenn sie fallen, ist es aus. Deswegen bin ich da sehr, sehr mild, aber saufen tue ich echt. Da sind wir ja auch bei euch im Stream, ne? Ja, ja. So, Joshua, wie geht's dir? Ganz gut. Aber auch natürlich ein bisschen aufgeregt, weil wir ja noch nie live waren und das nochmal was ganz anderes ist. Ich hatte auch gerade schon erzählt, mein letzter Live-Auftritt ist auch ein bisschen her. Was war das? Das war mit 12, glaube ich, beim Opel-Streik in Bochum. Da haben wir noch in der Schule frei bekommen, weil unser Lehrer solidarisch war. Und das natürlich in Bochum das große Ding war. Weil nachdem Krupp und die Bergwerke zugemacht haben, Opel der letzte richtig große Arbeitgeber war. Ja, und da wurde ich mit 5 Freunden vom WDR interviewt und das wurde dann auch später noch ausgestrahlt. Was hast du denn da gesagt in dem Interview? Ja, ich hatte eigentlich nur einen Redebeitrag, so wie alle bei uns, und meiner war: der Opel-Chef ist ein dummer Bastard. Nice. Jetzt bin ich natürlich viel reflektierter. Wieso hörst du eigentlich ganz gut an? Die anarchistische Bewegung im deutschsprachigen Raum hat eine vergleichsweise starke Verlagslandschaft. Ah, du bist da. Okay, nochmal ganz kurz. Red weiter, ja. Wichtige und kontinuierliche Infrastruktur und Theoriegeber. Alle 2 Jahre große anarchistische Buchmesse in Mannheim, früher auch im Ruhrgebiet. So, dass das okay, jährlich das reicht schon, danke dir. Daniel, welches bist du? Ich bin hier das Schwarze. Das ist zwei. Zwei? Ah, nee, das ist Schwarzes. Jürg. Kannst du es öffnen? Moment, sprechen wir. Hallo? Haus ist aufgebaut. Jetzt kommen die Affen rein. Füllen wir durch. Aber die dürfen nicht durchfüllen. Das ist das soziale Netz. Ja. Das war jetzt sehr. Sehr tight. Du musst nicht.
ersten Affen ab. Ja, der eine da. Ja. Stand auf jeden Fall. Ja, ja. Oh, stabil. Das war gut. Skill. Einer nur, das ist doch nicht schlecht. Oh, Level Dübel. Das ist gnadenlos. Das ist gnadenlos. Ich fasse aus, dass wir nicht sind. Ja. Jetzt sind sie alle. Den ganzen Pulk, sag mal, ey. Boah, das sind echt alle fast. Aber wenn sie keines sind, alles. Das war das 14, geiler Widerspruch. Ich hab mal das 14, das ist alles ganz schön rechnen. Oh. Da. Den Affen kriegst du halt sicher. Ah, ne? Oh. Oh. Bitter. Wie hast du? Ich hab 7. Zehn. Oh, ich hab auch 10. Mit einem Schlag. Dann, wir machen jetzt nochmal. Hab mich gefreut. Was denn nochmal? Ja, eine Runde noch. Ich hab voll Hunger. Nein, wir, ja. Kommen, wir können nicht noch eine Runde spielen. Ich doch, eine Runde muss noch. Sieg. Straff. So, letzter Tag, letzte Aufnahme. Wir sind beide noch ein bisschen durch von gestern, haben ja 2 Stunden durchgehend mit 99:1 gequatscht. Haben hoffentlich die meisten von euch gesehen. Ja, Kokosnusssaft. Der Klassiker. Und ja. Wasser. Wasser? Ich habe einfach keine Lust mehr zu labern, das reicht jetzt. Letzte Aufnahme, ich will wieder nach Hause. Ja, dann geht's wieder nach Dortmund, schön ins eigene Bett, schön in die eigene Wohnung, schön ins eigene Viertel. Leute im Kiosk reden wieder nicht auf Englisch mit einem. Ciao! Dortmund. Hilfe! Los! Was? Hi. Hi. Wir wollen uns das nur mal anschauen. Geschlossen? Er ist geschlossen. Ah, okay. So. Ja gut. Und, oder? Das ist eine stabile Blechbarrikade. Echt richtige Festung, ne? Naja. Ach komm, das ist nicht schlecht. Das ist jetzt vielleicht nicht Hans Kramm, aber sie. Bevor es zu spät ist, man weiß ja nicht, wie lange das Ding noch steht. Da wurde ja vor kurzem der Wagenplatz geräumt und ich finde es halt krass, wenn man sich gerade hier umschaut. Hier, der ganze Rest ist halt durchgentrifiziert und das war ja einer der letzten Orte, die es überhaupt noch hier in Berlin gab. Und naja, den Ort gibt es ja noch, nur der Wagenplatz. Ja, der Wagenplatz ist weg, okay, sagen wir mal, die Hälfte ist jetzt weg. Und es wird halt von Mal zu Mal schlimmer irgendwie. Du hast es ja auch mal gesagt, jedes Mal, wenn man nach Berlin kommt,
ist irgendwie ein linker Freiraum weniger. Und es ist halt unfassbar traurig, hier mit anzusehen. Die haben die Alter schon weg und dann kommt wahrscheinlich die nächste Scheißbutze, die so wie die da unten ausschaut. Ja, wie gesagt, also unabhängig davon, was wir selber vielleicht auch für Kritik an entsprechenden Räumen haben und so weiter, muss man einfach ja trotzdem sagen, so alles wird halt weiter der Verwertbarmachung der Stadt unterzogen. Berlin ist so abgefuckt und so schlimm und ja, wie lange wird es noch dauern, bis alle oder ein Großteil der Räume hier weg sind und dann man noch vielleicht so ein paar kleinere Ladenlokale hat, aber die großen Projekte, die machen sie jetzt alle nach und nach, Woche für Woche gefühlt fast schon, sind die weg. Und, da geht auch eine Ära zu Ende. Es ist ein Lokal von Wikipedia. Ja, ich möchte auf jeden Fall hierbei meinen großen Dank aussprechen für sehr viele erfolgreiche Hausarbeiten und Schularbeiten. Danke Wikipedia. Richtig stark ist hier direkt am Cottbusser Tor, haben die MieterInnen, Nachbarschaftsversammlungen, Initiativen so ein Holzhüttchen, wo sie Nachbarschaftsarbeit machen. Ja, eine Sache, die man auf jeden Fall noch nachfügen muss: Wir waren jetzt fast jedes Mal, wenn wir in irgendeinem Lokal oder eher Café eingekehrt sind, beziehungsweise wenn wir irgendwo in einem Imbiss waren, waren immer irgendwelche Leute neben uns, die irgendwelche Business Moves besprochen haben. Läuft hier Saft drauf. Dann fangen die an und dann ist ja wahrscheinlich sogar schon, wie da die ja Freitagmittag schon kommen. Denke ich mal, dass hier auch dann die Ecken hier abfahren. Das heißt, die man stört sich nicht auch um 7:30 und 7:30. Es ist wirklich so krass. Ich habe das noch nie erlebt. In Dortmund, keine Ahnung, das passiert vielleicht einmal im Jahr. Dann sitzen halt irgendwelche Leute mit irgendwelchen Plänen und planen ihre Personalstruktur und wo sitzt jetzt wo. Und also selbst in irgendwelchen abgefuckten Imbissen, wir waren jetzt nicht in irgendwelchen schicken Dingern so. Ich habe gerade das Wort Cashflow gehört, während ich meinen schönen sudanesischen Erdnuss-Mix-Teller gegessen habe. Cashflow. Diese Stadt ist echt so gefickt, echt unfassbar. Jetzt wollen wir noch ein bisschen anstoßen, natürlich ganz für die Gesundheit, Ingwer-Shot, for the health. Ja. Und in dem Sinne, wir freuen uns natürlich auch, so eine Reise ist sehr kostenintensiv, nicht nur wegen Ingwer-Shot, sondern auch allgemein. Und du bist schwer mit einer Hand. Gott, was machst du denn? Ich krieg's nicht auf. Okay, einen Moment. Gut. Ja. Nicht nur wegen Ingwer-Shot ist so eine Reise natürlich sehr kostenintensiv und in dem Sinne freuen wir uns auch über eure Kohlen für über Tage, damit wir weiter so viele tolle Aufnahmen machen können und weiter ein erfolgreiches Projekt gestalten. Glück auf. Glück auf. Ach so, ja.